Als die Horde im letzten Krieg zum Schwarzen Morast zurückgedrängt wurde, konnten wir nur einen kleinen Teil unserer Streitkräfte durch das dunkle Portal retten, bevor es zerstört wurde. Seitdem fehlen uns die Drachen, denn die Drachenkönigin Alexstrasza wurde gerettet und der Dragonmaw-Clan von der Allianz besiegt. Während wir gerade die Erdspalte absichern und die Errichtung eines neuen Portals aufnehmen, kommt ein etwas verstörter Grunzer auf dein Feldlager zu. Seine Uniform weist ihn als einen Krieger des Bleeding Hollow Clans aus. Er berichtet, wie einige von seinem Clan zwar zu spät zum Portal gelangten, um dadurch zu fliehen, aber trotzdem den Armeen der Allianz entkommen konnten. Du erfährst auch von ihm, dass viele der einst versklavten Drachen nun in der Nähe von Blackrock Spire nisten und sich von den Menschen ernähren. Falls du die menschlichen Verteidigungslinien durchbrechen und das Vertrauen dieser Ungeheuer gewinnen kannst, bringst du Ner'zhul neue mächtige Verbündete. Und damit ein wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück zu Let's Play Warcraft 2. Ich werde jetzt erstmal etwas anders machen. Nein, das wollte ich nicht. Hilfe bräuchte ich zwar, aber... So, ich habe nämlich das Tempo schon runtergedreht auf Anraten von Kai. Nochmal vielen Dank für deine Tipps, die sind immer gerne willkommen. Moment, so. Ich werde jetzt nämlich direkt vorpreschen. Und einen Gegner schon mal ausschalten. Denn Kai hat mir gesagt, hör mal, pass auf, bei dem Add-on, da ist das echt so, dass du in so ziemlich jeder Mission eine Basis hast, die du mit deinen Anfangstruppen zerstören könntest und auch solltest, um da direkt einen kleinen Vorteil zu haben. Und das mache ich jetzt einfach mal. Ich riskiere es einfach mal. Ich nehme auch alle meine Truppen mit, bis auf den Todesritter, den lasse ich stehen. So, hier dürften jetzt uns einige Ritter entgegenkommen. Da ist schon der erste. Und dann hauen wir den mal einen auf den Dötz. So, weiter geht's. Wir gehen hier in diesen wunderschönen Felsspalt rein. So, Moment. Ich muss einmal ein bisschen mehr markieren. So. Nein. Ganz ruhig. Nicht zu weit vorpreschen hier. Also zumindest nicht oben hin. Ich habe Nein gesagt. So, was ist denn los mit euch? So, nächster Ritter. Einmal bitte um ihn rumgehen. So, und da kommt nämlich schon der erste Turm. So, zack. So, nächster Ritter. Den wir jetzt einer aufs Maul hauen. So, weiter vorpreschen, vorpreschen. Nicht wegziehen lassen. Focus Fire. So, bitte alles draufrotzen, was geht. So, leider hat es jetzt schon meinen ersten Ogre zerrissen. So, bitte einmal Fokus. Ja, sehr gut. Der Turm ist platt. Jetzt können wir uns auf die Ritter hier konzentrieren. So, leider beide Ogre jetzt platt. Das ist aber noch nicht so schlimm. So, jetzt können wir wenigstens alle Einheiten auswählen. So, komm, haut in meine rein. Nächster Ritter, was passiert hier? Noch nicht so viel. Ich habe vergessen, das Sägewerk zu bauen. So, weiter geht's. Wir marschieren direkt durch. Richtung Hauptquartier. Da dürfte jetzt, glaube ich, noch, wenn ich die Karte richtig im Hinterkopf habe, noch einen Turm hier unten stehen. Den machen wir als erstes platt. Jo, da ist er. So. Wir können uns leider noch keinen Grunzer leisten. Auch von der Versorgung her sieht's mau aus. Aber wir kriegen das hoffentlich irgendwie hin. So, jetzt erstmal den Goldhahn zudrehen, beziehungsweise erstmal diesen netten Herren da platt machen.
So. Genau, immer schön den Arbeitern hier eins reinhauen. Ja, hat leider nicht ganz gereicht. Okay, dann machen wir jetzt erstmal das Hauptquartier platt, beziehungsweise ihr haut weiter auf die Arbeiter. Och, Jungs, warum reicht das denn nie? So, es geht doch. So, der dürfte hier gleich aus der Mine rauskommen. Da ist er. Komm, haut ihm mal ein paar Äxte ins Gesicht. So, und jetzt haben wir ihn auch schon fast geschafft. Das finde ich sehr gut. So, das hat ja jetzt für den Anfang erstmal gut geklappt. Ich werde aber wahrscheinlich hier gleich angegriffen. Das ist dann weniger gut, aber damit werde ich dann irgendwie schon klarkommen, hoffe ich. Oh shit, der darf keinen Ritter bauen. Ach, keinen Ritter, sag ich. Am besten gar keine Einheiten bauen. So, ihr beiden geht jetzt mal rum und kümmert euch um die beiden Arbeiter, die hier noch meinen Holz fällen zu müssen. Oh nee, die meinen jetzt scheinbar in die Goldmine zu gehen. Und das will ich erst recht nicht, deswegen geht einmal hier rum, bitte. So, dann haut ihr mal eine rein. So, geht doch. So, und wenn wir gleich die Arbeiter da down haben, dann wird's auch wieder lustiger hier. Ach Mist, ich brauche Holz für den Bauernhof. Na gut. Oh Mist, da war ja noch einer. Aber der wird jetzt wahrscheinlich sowieso die ganze Zeit versuchen, krampfhaft Arbeiter zu bauen. So. Und spätestens jetzt ist Blau finanziell Geschichte. Das heißt, er wird vielleicht noch mit den Eigenheiten, die er hat, mal Hallo sagen kommen, aber mehr auch nicht. So, du mein Lieber, fällst jetzt mal bitte ein paar Bäume. Wichtig ist, dass sie das Rathaus platt machen, weil wenn ich die Karte richtig im Hinterkopf habe, ist das das einzige Rathaus, das er hat. Und der Rest kann mir dann egal sein von Blau, weil er da einfach kein Geld mehr hat, um irgendwas zu verbessern, irgendwas zu machen. So, ich wage mich mal daran und mache das Tempo wieder ein kleines bisschen höher. Nicht zu viel, denn ich bin noch in einer sehr kritischen Phase, weil ich noch nicht wirklich eine Armee aufbauen kann. Und noch habe ich das Rathaus nicht zerstört. Wenn er ein bisschen mehr gewitzt wäre, würde er vielleicht mal ankommen und Hallo sagen. So, und wichtig in der Mission, ich meine, das ist die erste, wo ich auf Greifen stoße. Deswegen, ja genau, erstmal speichere ich ab. 10 Minuten nenne ich das mal. Weil das, der Anfang, der lief ja jetzt ganz gut. Ich bin zwar ein bisschen traurig, dass ich meine beiden Ogre verloren habe, aber ansonsten geht der Start doch relativ gut los. Und ja, Kai, ich weiß, ich hätte hier früher mein Hauptgebäude zur Hochburg ausbauen müssen, aber ich habe mich jetzt darauf fokussiert und das Sägewerk habe ich so schnell gebaut, einfach damit ich in der Lage bin, jedenfalls hier schnell ein, zwei Türme hochzuziehen, dass ich ein bisschen Verteidigung da habe. So, das Rathaus ist gleich Geschichte. Und da kann ich auch meine Truppen zurückziehen, damit ich meine Basis verteidigen kann. So, das war's. Danke fürs Mitspielen, Lieber. Hihi. Kai, vielen Dank für den Tipp. Ich feiere das gerade ziemlich. Wie viel Holz brauchen wir noch? 250, ne? Jo. Das heißt, einmal musst du doch Holz fällen. So, jetzt erstmal schön meine Verteidigung wieder zusammenziehen. Okay. Ach Leute, das war doch jetzt mal ein zwar sehr blutiger Start, auch für meine Truppen gesehen, aber ich fand den Start ziemlich gut. So, und ich muss auch gucken, dass ich möglichst schnell hier, also ich werde jetzt erstmal einen Hof bauen, dann viele Peons bauen, dass ich schnell an Ressourcen komme. Denn ich werde wahrscheinlich bald Besuch von ein paar Greifen bekommen und das wird dann sehr schmerzhaft werden. Und darauf sollte ich mich dann doch mal ein bisschen vorbereiten. Ich meine, hier nördlich von uns war auch irgendwo ein Vorposten. Ich gucke mal, ob ich hier die Karte so weit aufdecken kann, ob ich da einen Indiz drauf sehen kann. Nee, leider nicht. Okay, schade. So, Moment. Wer hat denn jetzt hier mal Zeit? Du hast Zeit. Nein, nicht reparieren. Du baust mal
hier einen Hof hin. Und dann kommt ein Peon nach dem anderen da raus. Wie viel Gold hast du eigentlich? 76.900. Na, dann bin ich aber dankbar, dass ich das freigeboxt habe. So dass wir uns da später einfach selber einnisten können. Aber eins nach dem anderen. Ich drehe mal das Tempo ein ganz kleines bisschen höher. Beziehungsweise, was heißt ein ganz kleines bisschen? Ich glaube, ich habe jetzt auch wieder so ziemlich das normale Spieltempo, was ich sonst habe. Müsste so ungefähr das sein. Ich guck mal, dass ich hier noch ein bisschen mit dem Todesritter aufdecke. Oh, eine Mauer. Jo. Stimmt, dann habe ich es doch richtig im Hinterkopf gehabt. Da oben ist nämlich gleich direkt der Feind. So, ihr beiden einmal nach vorne. So, jetzt heißt es Peons, Peons, Peons. Ich überlege gerade, ob es Sinn macht, jetzt auch schnell noch einen Axtwerfer auszubilden. Aber ich belasse es erstmal bei Peons. Einfach, weil ich brauche da jetzt erstmal schnell Ressourcen. Wie viel habe ich überhaupt noch? Ja, ich sollte auch schon mal den nächsten, sobald ich das Holz gesammelt habe, sollte ich den nächsten mal losschicken, um hier ein bisschen einen Hof zu bauen. Ein bisschen einen Hof zu bauen. Ja, ich manchmal frage mich auch, höre ich mir überhaupt selber zu? Ihr wisst, was ich meine, ne? So, jetzt kann der Nächste, der hier rauskommt, nämlich du, mein Lieber, anfangen und noch einen Hof bauen. Da können wir nämlich direkt weitere Peons ausbilden. So, zack. Und da können wir uns auch einen Axtwerfer schon mal gönnen. Weil davon werden wir einige brauchen. Weil, wie gesagt, die Greifen fliegen sehr niedrig. Und deswegen hauen sie uns sehr viel auf den Dötz und das wollen wir natürlich nicht. So, das lief ja jetzt, wie gesagt, einigermaßen gut, was mich sehr freut. So, direkt mit an die Front. Nein! Und da haben wir schon das Limit. Ach cool, ich habe das Limit gesprengt. Geil, weil ich beide gleichzeitig gebaut habe. Schön. So, dann gucke ich, dass ich jetzt möglichst bald das das Haupthaus upgrade, mein Gott. Fertig zur Arbeit. So, ein Peon baue ich noch und dann spare ich das, weil du gehst mal in die Goldmine, weil Holz da, die Produktion läuft ja ganz gut. So, der nächste Peon, der geht noch Holz fällen und dann haben wir es auch erstmal. Dann spare ich bis zum Upgrade, damit wir mehr Gold hier rauskriegen. Und damit wir auch schnell an unsere Ogre kommen. Ach ja. Ich bin sehr zufrieden mit dieser Taktik. Also Kai, nochmals, vielen, vielen Dank. Ja, ich werde nicht müde, mich bei dir zu bedanken. Aber weil, komm, das ist echt ein guter Tipp gewesen. Weil jetzt kann ich mir Blau schon mal. Ich meine, Blau hat auf der Karte zwar sehr viele Truppen stehen, aber letzten Endes kann er keine neuen Truppen ausbilden und mir entgegenwerfen. Und das ist schon sehr beruhigend. So, komm, einer muss noch Holz wegbringen, dann haben wir's. Kommt schon, Holz! Und ja, da ist das Ding. Sehr schön. Und wir haben sogar noch genug Holz über, um, wenn das nächste Mal einer Gold bringt, direkt noch einen weiteren Axtwerfer auszubilden. Wey, zack. Ah, so läuft das doch. Das Schöne ist, jetzt weiß ich auch genau, dass Blau keine Paladine ausbilden wird, um irgendwie meinen Todesritter hier wegzufetzen. Das heißt, der wird mir noch eine ganze Zeit lang erhalten bleiben. Sehr schön. Oh, ich bin so unfassbar happy, dass das geklappt hat. Ja, ich bin geneigt zu sagen, das Leben ist schön. Allerdings ist nicht schön, dass ich hier schon wieder an meinem Limit bin. Bin ich schon am Limit? Ja, komm, wir bauen mal den hier in die Ecke hin. So, aber ich könnte jetzt gleich auch schon mal anfangen und den einen oder anderen Verteidigungsturm hier hinstellen. Weil, wie gesagt, die Greifen werden kommen. Definitiv.
wäre sehr geil, wenn wir bis dahin eine Verteidigung hätten. Und nur, also ich habe zwar ein paar Axtwerfer, aber die werden es nicht so stark reißen. Ui, das Upgrade ist schon fertig. Wunderbar. Dann würde ich sagen, gehen wir doch jetzt als nächstes auf den... Können wir uns leisten? Ja, noch nicht ganz. So, du willst jetzt mal eben den Ogre-Maststall bauen. So, der kommt hier hin. Und du gehst mal wieder Gold schürfen, damit wir diesen Turm ja auch ausbauen können. Und dann brauche ich gleich noch meine Schmiede. Ich brauche mehr Peons. Das fällt mir auch gerade auf. Das reicht nämlich nicht mit den Ressourcen, die ich produziere. Das reicht bei weitem nicht. Wie viel habe ich hier noch? 28.000. Ich werde auch gucken. Also erstmal werde ich jetzt mich konzentrieren, dass ich hier mein Hauptgebäude ausgebaut bekomme. Und dann werde ich gucken, dass ich möglichst zeitnah hier hinten mich erweitere. Aber erstmal muss meine Basis abgesichert sein. Also jetzt mit den Einheiten ist sie abgesichert, aber wenn ich hier hinten was bauen würde, das wäre wiederum nicht abgesichert. Und das geht gar nicht. Fertig zur Arbeit. Wie viel habe ich jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Erledigt. Ja, das ist doch eine Zahl, die ganz okay ist. Wenn wir denken, dass wir hier noch einen haben, der sowieso alles für uns baut. So, wo kriegen wir dich denn am sinnigsten hin? So, du darfst einmal da unten Holz fällen. Es ist zwar nicht ganz so hübsch, aber ich baue die Schmiede einfach mal hier hin, weil da habe ich den Platz. So, soll ich schon mal... Ich baue schon... Und wie viel habe ich hier noch? Oh. Wir brauchen einen weiteren Hof. Ich muss gucken, ich darf nicht zu eng bauen, nicht, dass ich hier die Kaserne einsperre. Das wäre ziemlich mies. So, wir bauen natürlich weitere Axtwerfer und ich glaube, wir können auch, wenn wir das Holz gleich haben, hier schon mal ein Upgrade fahren, dass wir mehr Damage machen. Oh, Moment, eins habe ich ganz vergessen, den Turm. Der ja doch ein ziemlich gutes Verteidigungsinstrument ist. Haha, jetzt habe ich hier wieder ihn verarscht. Weil ich zwei Einheiten gleichzeitig baue. Hihi. Aber so kann man auch mal einen kleinen Engpass gut überbrücken, wenn man dabei ist, sowieso schon einen Hof zu bauen. Fertig zur Arbeit. So, komm, dann mach. Na, wobei, mach hier nicht noch was hin, sondern geh lieber mit in die Goldmine, weil dann können wir hier zeitnah die Festung machen, sobald die Schmiede hier fertig ist. Dann haben wir zumindest die gebäudetechnischen Voraussetzungen erfüllt. Erledigt. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Holz, ein bisschen Gold. Und dann geht der Spaß auch schon los. Na, ich glaube, ich habe jetzt... Jetzt, für den Moment, habe ich, glaube ich, genug Ressourcenproduktion. Aber, wie gesagt, das muss ja auch so bleiben, ne? So, 1002 Stück müssen noch ihr Holz wegbringen. Dann haben wir es. Was stehst du denn da unten so doof rum? Ach, du hast das Gebäude gebaut. Stimmt, dann hack doch mal bitte Holz. So, und da ist auch schon das Upgrade. Wunderbar. Das freut doch. Ah, der braucht 200 Holz. Okay. So. Sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Hat eigentlich die Berserker-Troll-Ausbildung selber irgendwelche Vorteile? Nee, ne? Von den Werten her? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich würde sagen, wir testen das gleich einfach mal. Komm, wir machen die Ausbildung schon mal, weil die brauchen wir auf jeden Fall. Was wollen die nun? So, 0 Panzerung, 3 bis 9, 4, 5, 10, 40. Okay, gucken wir mal, ob es gleich eine Veränderung gibt. Woher hatten die nicht 50 Lebenspunkte dann? Ich weiß es gerade nicht. Wir schauen einfach mal, wenn es denn soweit ist. Ja, komm, wir rüsten schon mal ein bisschen die Verteidigung auf. Wie viel habe ich hier noch? 20.000, das reicht noch. Ich denke mal, spätestens bei 10.000 sollte ich mir diese Goldmine hier schnappen. Ach, guck mal, wen wir da haben. Zack, da war schon der erste Greif, aber meine Verteidigung steht. Das ist schön. Also unsere Verteidigung. Wir machen das ja zusammen. Boing.
Oh, schnell hoch. Nicht, dass ihr in der Einflugschneise von ihm seid. Ach, er hat sowieso auf euch gezielt. Na gut. So. Was macht das Upgrade? Ein bisschen braucht das noch. So. Wir brauchen mehr Holz, deswegen... So, hier ziehe ich mal einen ab, der weitere Gebäude produziert, denn wir brauchen ja auch unsere Ogermagier, ne? Ja, Tatsache, 50 Lebenspunkte, schön. Dann würde ich sagen, nehme ich erstmal die Troll-Erholung, dass ich keine Einheiten verliere. Oder zumindest weniger Einheiten, sagen wir so. So, ja, wobei, Moment, ich warte doch einen näher dran. Komm, das Upgrade machen wir auch schon mal direkt, dass wir mehr Defense haben. Und um die Offense können wir uns danach kümmern. Wir brauchen natürlich auch noch weitere Trolle. Was macht unsere Versorgung? Ja, da müsste schon mal langsam nachgebessert werden. Mach du das doch mal bitte eben. Und du gehst dafür wieder in die Mine weiterschuften. So, wisst ihr was? Ich glaube, ihr... Na, wobei... So, einer schon mal down, das ist gut. So, allerdings haben meine Trolle ein bisschen aufs Maul bekommen, deswegen hoffe ich, dass das Upgrade schnell Früchte trägt. So, und ihr beiden, ihr dürft mal hier hinten aufräumen. Weil ich meine, da unten stehen noch ein paar Gebäude. Und das wäre, würde mir sehr konvenieren, wenn ihr da einmal aufräumen würdet. Das wäre fulminant gut. So, dann gönnen wir euch mal eine höhere Reichweite. Oh, ich sollte auch bald rübergehen und mir die Mine schnappen. Ach, guck an, ein paar Bauernhöfe. Dann haut mal die ganz gemütlich kaputt. Hier gibt es noch mehr Verteidigung. Können wir hier auch schon mal über bessere Angriffskraft nachdenken. So, und den nächsten, der hier rauskommt, den werde ich schon mal rüberschicken. Zu unserer neuen Goldmine. Damit er da schon mal ein bisschen das Land für uns besetzt. So, haben wir die Regeneration? Ach ja, die haben wir ja schon. Sehr schön. Ach, die waren gerade... Die Hälfte war fast tot und jetzt geht's den allen wieder gut. Das finde ich super. Aber du hau mal da unten drauf. Schön eins nach dem anderen. So, und du rennst jetzt mal vor. So, genau, Jungs. Einmal bitte mit draufrotzen. Das war knapp. So, dann machen wir doch da schon mal ein Haupthaus hin. Und du kannst schon mal repariert werden. Es wäre schön, wenn ihr noch schneller regenerieren würdet, ihr Lieben. Aber wir sollten auch mal eure Angriffskraft erhöhen, fällt mir gerade so auf. Ach komm, machen wir hier direkt einen Turm nehmen. Ist mir dann jetzt auch egal. Wir brauchen einfach mehr Türme da. Ach Leute, es läuft doch recht gut, möchte ich meinen. Ja, die Goldmine gibt so langsam den Geist auf, aber das ist nicht schlimm. Wir haben ja schon die nächste für uns beansprucht. Also so gut wie, ne? Wir müssen jetzt erstmal das Haupthaus hier fertig bauen, dann sehen wir weiter. Erledigt. Achso, du hier. Gut.
Dann mach doch mal, genau, du gehst mal hier weiter Gold schürfen. Wir verbessern dieses Türmchen. Oh, jetzt kommt er von ganz links. Ja, genau, das habe ich befürchtet. Deswegen brauche ich einfach mehr Türme. Oh, weg da. Ihr steht nämlich genau in einer Linie, ihr Lümmel. So, ich würde sagen, wir gönnen uns noch einen Axtwerfer. Dann haben wir nämlich einfach die magische Zahl von 9 und unser Trupp wäre voll. Und natürlich brauchen wir... Wir müssen als erstes einfach die Axtwerfer pushen. Ihr seht ja, das ist das, worauf es hier ankommt. Denn wir kommen immer wieder mit Greifen in Kontakt. Blau greift uns Gott sei Dank nicht an. Komisch, warum bloß? Hat da etwa jemand kein Geld mehr? Oh, ja, stimmt. Ich vergaß. Ich bin ja dafür verantwortlich. So, jetzt bauen wir hier den Turm hin. Und erleichtern uns... Oh Gott, ich hatte jetzt kurz aus dem Augenwinkel gesehen, glaubte ich zu sehen, dass da einer gerade hingerannt kommt. Das wäre ziemlich mies gewesen. Aber es war ja doch nicht so. Von daher alles gut. Ich würde sagen, meine Holzproduktion, die könnt ihr auch mal outsourcen. Und ich könnte jetzt hier auch endlich mal ein bisschen vorankommen. Und ein paar weitere Gebäude bauen. Komm, holt doch das Gold raus. So. Das Schöne ist, so habe ich die Arbeit, die Gebäude hier Platz zu machen, schön an meine Türme outgesourced. Das finde ich irgendwie lustig. Ja, euch geht's auch langsam wieder gut, das finde ich schön. Bald macht ihr noch mehr Damage. Oi, jetzt kommt er aber, stimmt, der... Wir kriegen jetzt mal doch eine kleine Angriffskurve. So, aber alles kein Problem. Also nicht, dass hier jetzt irgendwelche Greifen meinen herkommen zu müssen und Hallo sagen zu müssen. So, mein Altar ist gleich auch fertig. Das ist schön. Können wir uns auch schon bald Ogre Mage erholen. So, alles was jetzt hier rauskommt, hole ich mal eben rüber zur neuen Goldmine. Die letzten drei, die dürfen gerne bleiben und das Gold zu Ende schürfen. Und du fängst hier schon mal an. Ach, so ist das doch schön. Findet ihr nicht auch? Also ich finde das so sehr geschmeidig. Oh, kein Holz mehr. Ihr dürft dann hier hinten Holz fällen, denn ich will mich nicht zu nah nach Norden, zu weit nach Norden bewegen hier. Deswegen lasse ich das Holz stehen als natürliche Barriere. So, und hier hat das Holz, sag ich schon, das Gold gleich ausgedient. So, dann holt ihr hier schon mal das Gold raus. Ihr dürft hier hinten Bäume fällen. Genauso wie du, mein Freund. Ach, ist das schön. Ich muss aber gleich hier noch ein paar Türme hinbauen, weil ihr seht ja, der fängt schon an, Kurven zu fliegen. Und das könnte dann gefährlich werden. Deswegen, man muss ja auf alles vorbereitet sein. Zum Beispiel mit Ogermagiern. So, wann ist die Goldmine leer? Ach komm, noch dreimal rein allesamt. Dann werde ich einen schon mal rüberschicken. Einen werde ich noch hier lassen, um noch ein paar Gebäude zu bauen. Und einen lasse ich dann auch hier einfach, um gegebenenfalls Gebäude zu reparieren. So, das reicht, glaube ich, an Holz. Deswegen geh du mal ruhig Gold schürfen. So, komm. Noch zweimal rein, ihr Lieben, dann haben wir's. Wobei, ich brauche jetzt auch mal ein paar stärkere Bodeneinheiten. Denn meine Abwehr steht ja soweit in jederlei Hinsicht. Das finde ich gut.
Alter, ey, das ist so geschmeidig, wenn du den einen Gegner, der direkt in deiner Nähe ist, direkt ausschaltest. Echt krass, hätte ich nicht erwartet. Also erstmal deswegen nochmals. Ja, ich werde nicht müde, mich zu bedanken, lieber Kai, aber es war einfach leider geil. So, und du machst dann hier hinten mal eben. Bereit, Meister. Aber hey, und da kommt die Axtgang. Mit ihrer schönen geskillten Reichweite ist das echt ziemlich geil, muss ich sagen. Was ist mit dir? Achso, du wolltest reparieren. Stimmt. Ach, ist das schön, wie die Türme hier alles wegmachen. Ah, herrlich. So, aber ich würde sagen, ich brauche mal hier ein bisschen Verstärkung, dass das Ganze mal ein bisschen schneller vonstatten geht. Was wäre zumindest wünschenswert. So, ich glaube, du bist nicht geeignet zum Reparieren. Du solltest mal wirklich rübergehen und da dein Leben verbringen. So, und hier noch ein Luftabwehrtürmchen hin. So, und zack. So, das dürfte dann aber definitiv reichen. Davon gehe ich zumindest aus. Ich hatte den Kampf auch schon, kann ich mir vorstellen, auf der wichtigste Spruch überhaupt. Aber egal, die hauen trotzdem schon gut rein. Das ist schön. Willst du nicht noch weiter weg Bäume fällen? Ah, hier hinten sollte auch noch ein Türmchen hin. So, das war jetzt natürlich weniger schön, dass das hier so abfackelt, aber... Et küt wie et küt. So, wir machen wieder das, was ich beim letzten Mal machen wollte. Warum kann ich... Wieso kann ich denn keine Alchemisten bauen? Fehlt mir noch... Hä? Och, Menno, warum kann ich keine Randalierer-Kobolde? Was fehlt mir denn? Mir fehlt doch nichts. Ich habe doch alle Bodengebäude Sägewerk. Ja, gut. Scheinbar sind die dann in dieser Mission nicht verfügbar. Das ist schade. Ich habe da mir sehr gewünscht, dass das... so wäre. Aber gut, was nicht ist, das ist halt nicht, ne? Ja, Meister. So, dann hauen wir da unsere kleine Farm zu Klump. Ah, sehr schön, die kommen sogar noch bis da oben ran. Wunderbärchen. So, dann mache ich zumindest mit denen hier sämtliche Gebäude kaputt, die unsere Türme nicht abgreifen können. So, du könntest dann hier oben entsprechend... Du gehst einmal raus da bitte. Und dann kommt da noch ein Türmchen hin. Schnell, werf dir meine Axt ins Gesicht. Wunderbar, hat der Zwerg die Axt mit seiner Fresse gefangen. Gut, wir brauchen aber auch, glaube ich, mal eine zweite Kaserne. Denn es gibt noch viel zu tun. Zum Beispiel Katapulte bauen. So. Ich glaube, wir bauen hier noch alles schön zu mit Farmen. Hier können wir uns dann auch mal Tote erwecken, schnappen und einen weiteren Todesritter ausbilden oder zwei. Können wir da auch mal schön Rambazamba machen. Ich überlege gerade, die Grunzer, die nehmen ja gefühlt eigentlich sowieso nur Versorgung weg. Will ich gerade, ob ich dieses aus scout-technischen Gründen einfach mal erkunden schicke. Aber egal, ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal ein bisschen weiter alles kaputt.
Ja, komm, die Sichtweite, die skillen wir jetzt auch endlich mal. Wir sind so weit, Meister. Wisst ihr was? Ich schick gleich. Ich baue. Komm, das Gebäude will ich nicht ganz umsonst gebaut haben, deswegen kommt jetzt einfach mal ein Zeppelin. Sehr schön. Erstes Futter für unsere Skelettarmee. So. Ihr dürft einmal da drauf hauen und du das einmal ein bisschen erkunden. So, das ist ein Anti-Luftturm. Und noch einer. Okay, keine Kanonentürme. Soweit, so gut. Ah, okay, der hat da ein paar Trüppchen, aber nicht die Welt, muss ich sagen. Komisch, vielleicht hat er kein Geld mehr. Da ist ja noch eine Goldmine, die habe ich irgendwie ignoriert jetzt beim drüber gucken. Okay, soweit klar, dann erkunden wir jetzt erstmal, was hier hinten noch so ist. Ach, guck mal, wer sich da ganz links entlang schleichen will. Wird gemacht. Tja, Satz mit X war wohl nix, aber... Oh ja, genau, lass dich mal ganz in Ruhe beschießen hier von dem. Das ist voll sinnig, da ist noch ein Turm. Ja, da ist schon ein bisschen mehr militärische Präsenz. Was haben wir hier hinten noch? Ah, nichts mehr. Aber schön zu wissen, dass wir hier einen engen Durchgang haben. Bringt nur nichts, wenn diejenigen, die uns angreifen, sowieso in der Regel Fernkämpfer sind. Aber ich muss da dieses Türmchen hier reparieren. Oh, 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 Moment. Ich will das Skelett nicht verschwenden. Ah, sehr schön. So, und du reparierst mal das Türmchen hier hinten. So, haben wir da rechts noch einen Durchgang. Ihr macht jetzt eben das hier noch platt. So, Gott sei Dank, weil ich hatte das auch so im Hinterkopf, dass alles, was auf der Karte so rumgammelt, blau ist. Und der hat jetzt halt alles auf Stufe 1, weil er eben keine Upgrades machen konnte. Das finde ich wiederum sehr, sehr geil. Apropos Upgrades, ich muss auch mal an meine Katapulte denken, da ich ja jetzt keine Randalierer-Kobolde habe. Irgendwie muss ich ja gucken, dass wir unseren Spaß hier haben. Aber ihr bleibt mal nicht da oben, weil wenn da Greifen weiterkommen, dann fügen die euch nur unnötigen Schaden zu. Haben wir noch irgendwas, was wir verbessern können? Sofortiger Tod, das ist ein wunderschöner Zauberspruch, glaube ich. Wird gemacht. Aber sicher. Ihr marschiert schon mal darüber. Und da sehe ich doch ein weiteres Skelett, das kommt. Aber gerne. Ha, der kam noch nicht mal zum Schuss. So, komm. Und das nächste Skelett. Whee! Skelett-Armee! Sehr schön. Dann reparier du mal da hinten. Ja, die Versorgung sieht super aus. Haben wir doch einigermaßen gut vorgesorgt. Wo ist denn unser Graf Zeppelin? So. Und noch eine Goldmine. Schön. Und noch ein Türmchen. Weniger schön. Noch ein Türmchen. Auch nicht schön. So, dann... Ah, zu wenig Gold. Was ist denn da los? 1, 2, 3, 4, 5. Habe ich nur 5 Leute in der Goldmine? Ja, das dürfte es erklären. Ja. Ich merke, ich habe ein bisschen sehr eng gebaut. Das finde ich jetzt auch nur bedingt gut, muss ich gestehen.
So, komm, Holz haben wir jetzt nun wirklich genug, deswegen alle mal ab in die Mine. So, das wäre geschafft. So, Moment, hatte ich hier nicht noch einen Ogre gebaut? Genau. Also ausgebildet, nicht gebaut, ne? So, euch beide schicke ich jetzt einfach mal bewusst in den Tod, dass ihr ihnen da mal ein bisschen den Schädel verbedelt. Du darfst mal noch ein bisschen erkunden hier. Hat er wenigstens auch mal so ein kleines Erfolgserlebnis? So, dann 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 und los geht's. Jetzt haut die Beine rein. Aber sicher, wird gemacht, Herr Meister. So, und dann haut jetzt auf dem Turm direkt einer rein. Okay, jetzt hat einer leider sehr gelitten. Aber hey, ich hab's hier alles weggehauen, was ich weghauen wollte. Das beruhigt mich. So. Aber sicher. Könnte ich auch schon mal dem Trupp hier den Schädel gleich verbedeln. Aber sicher. Einfach schon mal ein bisschen durch die Karte marodieren. Ich flieg mal hier schnell an denen vorbei, einfach, dass ich ein bisschen mehr Einblick kriege. So, du hast volles Mana, also darfst du diesmal die Toten erwecken. Natürlich, Meister. Hui, noch ein Skelett, hui. So, wo war ich? Hier oben war ich. Mit dem Einblick und so. Ein Greif aus Greifistan. Fliegt aber Gott sei Dank an mir vorbei, das finde ich gut. Schauen wir, was wir hier noch haben. Paar Ritter, Bogenschützen. Oh, noch ein Türmchen, was mich angreift. Nicht cool. Noch ein Bogenschützen. Kanonenturm. Und hier ist die Basis von dem anderen Antagonisten. Ja, und das war's jetzt gleich. Komm, flieg weg. Nein! Aber soweit wieder läuft, scheint er auch schon seine eigentliche Goldmine platt zu haben. Und das ist interessant. Das finde ich gut. So, die Katapulte einmal da unten sammeln, dass ich alle beisammen habe. So, und ihr, meine Lieben, seid jetzt wieder gefragt. So, wo sind die? Da oben. Das sind noch ein paar Meter hin. Aber... Ja. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. So, immer schön eine reinhauen. Ja, einer ist jetzt leider down. So, nutzt euren Kampfrausch und macht hier nochmal ein paar Türme kaputt. Nein, der Kampfrausch ebbt ab. So, aber dann kriegt er trotzdem down, will ich doch mal hoffen. So, wenn ich mich recht entsinne, war das Missionsziel noch nicht mal zwangsläufig, den Gegner platt zu machen, sondern ich schaue nochmal kurz rein. Wir mussten, glaube ich, nur die Drachen holen, ne? Szenario-Zielvorgabe. So viele Drachen wie möglich fangen, den Drachenhorst hoch in den Bergen einnehmen. Alles klar. Ich meine, der wäre hier oben, weil da oben die Basis ist. Und ich meine, der war nicht bei der Basis. Aber ich bilde tatsächlich nochmal eben ein Zeppelin aus. Alter, wie viele Ressourcen habe ich denn? Was ist denn? Was stimmt denn nicht mit mir? Bin irgendwie so ein kleiner Ressourcenmessi, habe ich so den Eindruck. Das Katapult wollte ich noch stärken kommen. Dann machen wir mal die Runen. Alles muss raus, was keine Miete zahlt. So.
So. Ach, das läuft so unglaublich chillig. Hier bin ich. So, da ist Graf Zeppelin. Ich schicke dich jetzt einfach mal schnurstracks. Das sieht ja hier so nach Gebirge aus. Deswegen schicke ich dich einfach mal da so hin. Vielleicht findest du ja was Schönes. Wir sind soweit, Meister. Wir sind soweit, Meister. Ja, Meister. So, da bilden wir natürlich auch noch einen neuen aus. So, dann schauen wir doch mal, was du hier findest. Ein Turm. Viel Gebirge. Oi. Gut, dass ich hier ein bisschen Aufklärungsarbeit betrieben habe. Sie bleiben uns an. Wie bitte? So. Ihr seid nur noch zu 8, aber wir kriegen das trotzdem hin. So, vorwärts. So, jetzt erstmal schnell die Balliste platt machen. So, jetzt habe ich leider einiges an Truppen verloren, weil hier hinten auch noch ein Kanonenturm stand, den ich nicht gesehen habe. Ah! Und wegen dieser Ballista unter anderem. Ja, das war's. Die Truppen werde ich definitiv verlieren. Ich gucke aber, dass ich noch möglichst viel mitreiße. Ah, keine. Nicht genug Magie. Schade. Okay, komm, scheiß drauf. Wir haben zwar ein paar Truppen verloren, aber mein Gott, wir haben so viele Ressourcen. Dass wir da doch locker noch ein paar weitere Trüppchen ausbilden können. Wie viel Gold ist hier noch drin? Ach, noch 40.000. Mein Gott, beziehungsweise mit den 20% Buff sind das ja 48.000. Also mehr als genug. Hier oben ist mein Turm weg. Wie konnte das denn passieren? Da habe ich wohl ein bisschen gepennt. Und das ist nicht gut. So, du meinst Zeppelin, guck doch mal. Hier oben. 66.000, okay, ausbluten lassen ist nicht, aber ich glaube, brauchen wir auch, wie gesagt, nicht wirklich. Hier ist er schon mal nicht. Okay, dann müssen die ja da oben sein. Ich weiß jetzt aber nicht, ob da irgend so ein Event triggert, wenn ich so meine erste Einheit dahin schicke, dass der dann irgendwie die Drachen, die da sind, angreift. Das wäre mies und das will ich nicht. Ach, den Turm hätte ich auch mal verbessern können. Und diesen Turm könnte ich mal verbessern. Aber sicher, ja, ja, Meister. So, dann sammelt euch mal. Nehmt mal die Katapulte mit. Die Katapulte können schon mal vortingeln. So, ist sehr schön. Der konnte sich nicht entscheiden, wen er angreift und hat sich dann dafür entschieden, einfach sinnlos zu sterben. Warum nicht? So, kommt da wieder der Elf? Jawohl, ich habe nämlich schon wieder vergessen, meine Skelettarmee weiter auszuheben. Aber sicher. Nein, ach, kein Grunzer. Irgendwie ist die Maus jetzt gerade abgerutscht. Was ich kurze. Und zack. Neues Skelett. Was aber kurz. So, da bilde ich aus. Bilde ich hier auch aus? Nein, warum nicht? Was ist denn mit mir? So, das sind meine Katapulte. Das ist schon mal gut. Dann warte ich noch, bis meine Ogre fertig sind. Die sind da sowieso wesentlich schneller. Die Katapulte kann ich dann entsprechend schon mal hier an die Front beordern. Wie bitte wird gemacht? So, Alter, Kai hat mir noch gesagt, ich sollte mal alle 10 Minuten speichern. Jetzt haben wir aber, glaube ich, schon eine Dreiviertelstunde rum. So in etwa. Oh Mann, ja, hat ja super geklappt. Aber sicher. Dann nimmt man sich einmal was vor, weißt du? Wir sind so weit, Meister. So. Ja, Meister. Aber dann jetzt einmal bitte da hinten hochmarschieren. Ich wette, ihr seid trotzdem noch vor den Katapulten da. Und ich glaube, nach dieser Mission müssen wir auch selber wieder Drachen haben. Wisst ihr was? Ich schicke meine Trolle mit. Weil die werden, glaube ich, da oben sein. Und, dann brauche ich einfach wirklich alles an Feuerkraft, damit ich möglichst viele Drachen rette. Okay. Du bist der Boss. Und im Zweifel baue ich hier jetzt einfach noch ein, zwei weitere Türmchen hin. Dann passt das schon. Ja, Meister. Wird gemacht. So, Kanonentürmchen.
Ich brauche noch mal meinen Zeppelin da hinten. Muss einmal gucken, was in dieser Lücke ist, weil wenn da noch ein Türmchen lauert, das könnte dann Aua werden. Und an Aua habe ich kein Interesse. Nein, kein Türmchen, nur ein schmaler Grat. Okay. Boing, so, das war Turm Nummer 1. So, gehen wir alle darüber. Ihr auch. Und ihr auch. Okay, okay. Hm? Was ist jetzt? Ich habe da irgendeinen sterben hören. Oh, ich bin jetzt hier ganz am Kartenrand. Aber sicher gemacht, aber sicher. Ich wollte gerade sagen, keine gute Idee, mit Ogern in Katapultsperrfeuer reinzurennen. Peng, boing. Aber sicher, aber sicher, aber sicher, aber sicher. So, liebe Katapulte, dann kümmert euch doch mal bitte um das Türmchen da. Wird gemacht, aber sicher, wird gemacht, aber sicher. Aua! Sicher. So, es geht doch. Okay, dann ziehen wir jetzt unsere Trolle nach. Moment. Bringen uns mal vorsichtig hier hoch. Ja, Meister. Dann darf Graf Zeppelin, ich würde sagen, ich schicke ihn jetzt einfach rein und hoffe auf das Beste. Ja, Meister. Wird gemacht, sicher. Oh ja, da sind die Drachen. Ja, Meister. So, Moment. Dann verpassen wir mal hier allen einen Kampfrausch. Und dann rennt mal bitte rein und bringt alles und jeden um. Und ihr genauso. Moment, hatte ich nicht noch ein paar weitere Trolle? Yo. Bam, und da sind die Drachen. Way! Cool, jetzt müsste eigentlich die Mission geschafft sein, oder? Nein? Doch nicht? Ach so, ich muss erst alle Drachen hier holen. Haha. So, 5 Drachen, das finde ich sehr zünftigst. Aber ich scheine die Mission noch nicht geschafft zu haben. Warum denn nicht? Doch, ja, das war's. Sehr schön. Den Sieg nehmen wir uns doch mal sehr gerne. Alter, richtig geile Idee, Kai. Vielen Dank nochmal. Ja, ich weiß, ich habe mich schon 12 Mal bedankt, aber ich kann mich gar nicht genug bedanken. So, 79 Einheiten haben wir gebaut, 51 Gebäude, 106.560 Gold, 29.500 Holz, 104 Tötung und 40 Zerstörung. Oh, hier seht mal bei Blau, 2.700 Gold, damit lässt sich wahrhaft nicht viel reißen. Aber 81 Einheiten hat er immerhin trotzdem. So ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns wieder in der nächsten Mission. Vielleicht können wir da ja auch eine ähnliche Taktik fahren, müssen wir aber einfach mal schauen. Also bis dann ihr Lieben, tschüssikowski.